Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warcraft 2, meine Lieben. Ja, jetzt sind wir in Level 13 und ihr habt es ja schon längst am Ende vom letzten Video gehört gehabt, oder eher gesagt vom Erzähler vom Spiel, dass wir nun endlich Drachen bauen können. Ja, ich bin so geil auf die Viecher. Also ich nenne den Titel auch irgendwas mit Drachen. Den nenne ich irgendwas mit Drachen halt dann. Ja, ich muss mal überlegen, wie ich den Titel dann noch nenne. Ja, und ich muss noch etwas sagen. Also für diejenigen, die es halt auch interessiert. Ihr müsst euch nicht wundern, warum ich jetzt 17 Abonnenten verloren habe. Es liegt an den Fake-Abos. Ja. YouTube hat 17 Fake-Abos entfernt bei mir. Und deswegen habe ich jetzt nur noch, ja, ich hatte 170 Abonnenten. Aber jetzt habe ich wieder einen Abonnenten wieder dazu bekommen, nämlich 171. Bin ich auch sehr froh drüber. Ja, damit muss man leben. Aber ich bin jetzt nicht geknickt oder so. Ja, okay, es tat am Anfang, tat ein bisschen in der Seele weh. 17 Abonnenten innerhalb von einem Tag. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Innerhalb von einem Tag 17 Abonnenten verloren. Das tat schon in der Seele weh, ein bisschen, aber na, mein Gott. Zumindest weiß ich jetzt, dass ich 17 Fake-Abos hatte und dank YouTube, ja, hat YouTube die Fake-Abos eliminiert. Finde ich auch gut so. Naja, okay. Das war's. Das wollte ich halt noch erwähnen für euch, ne? So, ja. Das sieht hier schön aus. Und wir haben direkt am Anfang einen Todesritter. Geil. Aber ich marschiere erstmal mit dem Ogern. Ja, Meister. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ja, Meister. Alles klar. Oh, diesmal violette Menschen. Wow. Okay. Alles klar. Okay. Alles klar. Alles klar. Okay. Und kommen noch mehr Soldaten. Okay. Alles klar. Alles klar. Okay. Alles klar. Ich glaube, hier war die Goldmine irgendwo. Okay, alles klar. Ja, da. Sehr gut. Ja, Meister, alles klar. Gut. Ah, da. Da haben sich noch ein paar versteckt. Alles gut. Klar. Ah ja, und hier kann ich mich hervorragend ausbreiten. Also, da kann ich schon einen guten Stützpunkt bauen. So, dann marschiert mal erstmal alle bis hier hin. Was wollen Sie nun? Was wollen Sie? Okay. Gut. Du und ihr marschiert auch erstmal hier nach unten. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen warten, weil die Strecke ja auch ganz schön lang ist, ne? Wie viel Geld ist denn da drin? Naja, 50.000. Ja, reicht vollkommen, wenn da drei Peons immer arbeiten. Ja, dann kann ich die eigentlich auch direkt ein bisschen verteilen. Alles klar, Meister, alles klar. Gut. Die Grunzer auf der rechten Seite. Glorglück. Was wollen Sie nun? Oh. Okay. Hallo Ritter. Du bist der Boss. Die werde ich allerdings hier hinpacken. Aus einem guten Grund. Weil der Gegner jetzt auch mit gegnerischen Flugeinheiten kommen kann. Und ich meine jetzt nicht die Flugapparaten, nein. Fliegende Angriffseinheiten meine ich jetzt, ne? Oh, aber dann darf ich garantiert gleich ganz schön viele Höfe bauen. Und ich mache jetzt mal was Brutales. Yeah. Ja, ich weiß, ich bin fies. Ja, und in dem Level aktiviere ich dann auch den einen bestimmten Magie-Sheet, aber erst, wenn ich hier alle Zaubersprüche euch erklärt habe. Ich glaube, in dem Level können alle
kann ich alle Zaubersprüche hier erlernen. Von den Todesrittern. Ich glaube, hier kann ich alles jetzt bauen. War da auch Holz? Ja, da war auch Holz. Sehr gut. Dann baue ich mal dann ein Sägewerk. Oh ja, ich darf ganz schön viele Höfe bauen. Oh Gott. Ja, dann wollen wir mal anfangen. So. So. Ich pack das Katapult mal lieber am Rathaus. Ist sicher. Und die Kobolde auch. Oh, geil, ey. Das ist so ein schönes Gefühl, dass man endlich weiß im Hinterkopf, dass man jetzt endlich Drachen bauen kann. Oh. Ich bin sowieso ein Drachenfreak. Müsst ihr halt auch wissen. So. Gut. Dann kann ich auch drei Peons zum Gold holen. Zum Gold holen schicken. So, mein Gott. So, und dann direkt auch hier mal ein paar Wachtürme. Aber hier baue ich wirklich nur Wachtürme. Nichts anderes. So. Und hier auch lieber nochmal. So, das muss erstmal reichen für den Anfang. Und genau schön in der Mitte die Kaserne bauen. Ja. So, dann schicke ich noch zwei zum Holzhacken. Und dann darf ich direkt wieder Höfe bauen. Auch wie geil. Ja, hier baue ich aber auch ein paar mehr Axtwerfer. So, damit es schön symmetrisch aussieht, baue ich da lieber auch nochmal einen Hof. So, dann auch direkt die Schmiede. Und dann baue ich nochmal zwei. Die hier oben dann stehen. Weil ich jetzt nicht weiß, von wo die gegnerischen Flugeinheiten kommen. Die können überall erscheinen. Deswegen platziere ich die mal überall hin. So. Nein, keine Kaserne, ein Hof bitte. So, direkt auch die Hochburg machen und ein Hafen. Und sofort Berserker-Trolle. Ja, hier muss ich jetzt also in den letzten zwei Level muss ich wirklich relativ schnell meinen Stützpunkt bauen. So. Und dann baue ich erstmal genau, die Alchemistenhöhle, damit ich auch sehe, wo die Ölquelle ist. Ja, wo baue ich dich hin? Oh komm, baue ich dich da hin. Aber die Schiffe kann ich ja trotzdem schon mal in der Zwischenzeit auftunen. Das macht ja nichts. So, erstmal wissen, wo die Ölquelle ist. Okay, da ist schon der feindliche Stützpunkt. Gut. So nah war der noch nie. Wie viel war da jetzt drin? Na, 35.000. Das reicht vollkommen, wenn ich da jetzt drei Öltanker baue. Reicht vollkommen aus. Und ich baue hier auch mal ein paar Zerstörer mehr. Weil die können halt auch die Flugeinheiten angreifen, ne?
Wie bitte? Ahoi! Captain, Schiff fertig gebaut. Du bist der Captain. Wie bitte? Captain, ahoi! So. Schiffe sind aufgetunt. Trolle auch. Und meine Kriegseinheiten auch. Hervorragend! Erledigt. Du bist der Captain. Ahoi! So. Naja, eine Fähre brauche ich jetzt nicht, weil es hier eine Brücke gibt. Ja, ein paar Kampfbötte kann ich auch noch machen. Warum nicht? Schiff fertig gebaut. Aber nur zwei, die hier meine Gießerei und mein Hafen schützen. Und das gleiche auch mit den Riesen-U-Booten. Ah ja, eine Ölraffinerie brauche ich ja auch noch. Ja, plus wo. Ah, mal gucken, ob ich die... Nee, kann ich nicht. Aber da, gut. Hat er jetzt schon die Einheiten aufgetunt? Ne, er ist dabei, er ist dabei. Gut, er hat schon Paladine. Okay. Gut, gut. Noch ein paar Höfe bauen und dann haben wir es gleich. Bereit, Meister, aber ich nicht. Zwei Ogre pack ich dahin und zwei noch an der Hochburg und dann bin ich damit bereit, auch schon fertig. Meister, aber ich nicht. Ah ja, bereit, und noch ein paar Katapulte noch, bitte. Was? Alles klar. So, dann kann ich auch schon mal die Festung machen. Meister. Erledigt. Stop, stop. Gut, jetzt habe ich hier hinten ein bisschen mehr Platz. Ihr Befehl, Herr Meister. Ja, da kann ich ja eigentlich schon den Stützpunkt gleich angreifen. Auch gut. Den Tempel noch. Aber den kann ich eigentlich dahin packen. Ja. Und jetzt können wir auch hier den sogenannten unheiliger Panzerspruch erlernen und den sofortigen Tod. Ja. Ja, der unheilige Panzer ist eigentlich ganz leicht zu erklären. Mit dem Zauberspruch können... Oh ja. Da war schon der erste Feind, wie ich gehört habe. Nein, was ich jetzt sagen wollte ist, also der unheilige Panzer verursacht halt, dass unsere dementsprechende Einheit, die wir dann aussuchen können, halt für eine kurze Zeit unbesiegbar ist. Ja. Aber die Zeit ist auch wirklich verdammt kurz. Ja. Und der sofortige Tod ist halt... ja, da erscheinen halt so Flammen, die halt Schaden verursachen. Aber... ich zeige euch das Ganze gleich. Und normalerweise ist das Bild hier... Normalerweise ist das der... Todesmantel. So sieht das Bild eigentlich im Original aus. Warum die den sofortigen Tod mit dem Bild gemischt haben oder vertauscht haben, das weiß ich nicht. Vielleicht war das jetzt nur ein Fehler oder so, ich weiß es nicht. Das kann ich euch jetzt leider nicht sagen. So. Und ganz neu der Drachenhorst. Ja. Da bin ich so happy jetzt. Ich baue da auch lieber mal zwei Drachenhürste. Und da kommt er. Ja, das sind die sogenannten Greifenreiter. Ja, ist genau das Gegenstück zu den Drachen. Ach ja, das wird herrlich. So, und dann schicke ich den auch gleich. Ja, Holzhaken am besten. Aber erstmal ein paar Höfen noch bauen. Ja, und natürlich in der Mitte ist natürlich der Stützpunkt vom Feind. Den ich nur mit den Drachen aber vernichten werde. Oh ja. Man muss die Drachen ja auch direkt mal begutachten und auch genießen, ne? Boah, der hat schon alles, ey. Magier, Soldaten. Okay. Okay, die Magie hat er komplett aufgetunt, aber die anderen Einheiten nicht. Auch wie toll.
Hat er denn hier keine Bogenschützen? Nur Wachtürme? Ach, wie geil. Wow, doch, hat er. Hat er wahrscheinlich gerade eingebaut. Ich erkunde mal hier ganz schnell mal mit dem Zeppelin. Ja, der Stützpunkt gefällt mir von ihm. Sehr gute Verteidigung, muss man sagen. So, wo hat er die Ölquelle bei ihm? Ah, da oben. Gut. Ja, und auf der Karte ist das ein schönes Kreuz. Oh ja, und hier hat er den Greifenhorst. Okay. Gut. Erledigt. Na, da ich jetzt schon ein totes Ritter habe, baue ich nur zwei. Ja, den Tornado-Zauberspruch kennen wir ja schon. Habe ich euch ja im letzten Part gezeigt. Bloß die zwei Sprüche sind ganz neu. Der unheilige Panzer und der sofortige Tod. Und somit sind die Todesritter auf Stufe 6. Fantastisch. Gefällt mir. So, und so sieht der unheilige unheiliger Panzerspruch aus. Ach ja, stimmt, da war ja noch was. Einen negativen Effekt hat der Spruch. Der wird, die maximale KP von der aktuellen oder von den jeweiligen Einheiten wird reduziert. Ja. Ist leider so. Und so sieht der sofortige Todspruch aus. Ja, da kommen halt, ja, so Feuerfunken. Ja. Und das knistert so schön. Oh. Okay. Das müsste dann reichen. Ich brauche sowieso nur 6 Drachen. Ah, nee. Plus Verteidigung. Ja, so sehen die Drachen aus. Ja, die werde ich halt auch immer dahin packen, wo die Türme sind. Und so sehen die aus. Richtig geil. Und da kommt jetzt auch ein Greifer. Auch wie toll. Ja, dann schicke ich mal lieber einen Drachen auch mal hier oben hin. Und die sind auch ganz schön stark. Die haben schönen Kampfschaden und die haben eine gute Panzerung. Ja, also ich bin sehr zufrieden mit den Drachen. Oh ja. So. Gut, das müsste dann reichen und dann baue ich jetzt noch Drachen für den Angriff und dann haben wir das Level auch gleich geschafft, meine Lieben. Ja, ging doch relativ schnell, ne? Ja, und ich habe das selbst gesehen. Im letzten Part ging, der letzte Part ging halt dementsprechend ganz schön lang. Nämlich über 30 Minuten. Aber ist ganz normal bei Strategiespielen, dass die späteren Level halt auch ein bisschen länger gehen. Ha, und die Fußtruppen, also so wie Katapulte, Soldaten, Paladine, können mich nicht angreifen. Nur Wachtürme und Bogenschützen. Beziehungsweise Elfenranger dann. Ja. Und das ist ein flächendeckender Schaden von den Drachen. Das ist auch noch sehr gut. Oh, das arme Schaf. Das wollte ich jetzt allerdings nicht. Ja. So. Ja, die Kanonentürme können mich ja nicht angreifen, nur die Wachtürme. Habe ich schon wieder ein Schaf ermordet? Eigentlich habe ich nichts gegen Schafe. Aber naja, so muss es halt sein, ne? Geil. Ja, deswegen, weil die Einheiten so, also weil die Drachen halt auch so gut sind, konnten wir die auch relativ spät erst bauen, ne? Aber ich kann euch jetzt schon mal versichern, aber das habe ich auch schon im letzten Part euch gesagt, dass die
dass wir halt die Einheiten jetzt so wie Drachen oder halt auch Greifenreiter beim Expansion Set relativ früh bauen können. Ja, Gott sei Dank. Ja, die Drachen können uns auch selbst töten. Toll, ne? Ich mache es mit der linken Seite. Ach, wie toll. Und der heilt sich wieder. Ach, wie geil. Erstmal das Schloss zerstören. Ist, glaube ich, am besten. So. Habe ich mir schon fast gedacht. Nix da. So. Aber tötet euch bitte nicht gegenseitig, meine lieben Drachen. Ja, das hat der Gegner mit Absicht natürlich gemacht. Gut. Jetzt hat er keine Arbeiter mehr. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Der macht das mit Absicht jetzt, weil ich mit Drachen jetzt angreife. Den Drecksack, ey. Nein, 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 nein. Erst die Türme. Schön. Gut, dann haben wir schon mal ungefähr die Hälfte des Stützpunktes jetzt schon eliminiert. Das ist gut. Oh, der hat noch einen Hafen, ey. Ja, in jeder Ecke hat er einen Hafen, ey. Der spinnt. Erstmal die Kaserne. Gut. Ha, wie die Feuer spucken. Finde ich richtig geil. So, jetzt erstmal die nervigen Wachtürme zerstören. Und alle vier direkt gekillt. Super. Hallo Greifreiter. Oh nee, der hat auch U-Boote. Das ist nicht gut. Super. Und jetzt habe ich nur noch vier. Okay, macht nichts. Hat er hier noch eine Ölquelle? Nee, gut. Dann kommt jetzt die obere Hälfte dran. So. Jetzt zerstöre ich jetzt erstmal den Turm der Magier. Somit kann er jetzt auch keine Magier mehr bauen. Schade, die Schiff hat er nicht aufgetunt. Schade. Nur die Paladine und die Magier. Und der hat schon wieder ein U-Boot. Ja, unsere Flugeinheiten, unsere Angriffsflugeinheiten, so muss ich das sagen, können auch U-Boote identifizieren. Das war knapp.
So, jetzt erstmal den Hafen zerstören. Ich hoffe ja nicht, dass er allzu viele U-Boote hat. Jetzt muss ich am Ende noch eine U-Boot-Suche machen. Und das wäre nicht so gut. Na kommt. Jetzt zerstöre ich euch erstmal. Nein, erstmal das Gebäude, genau. Jetzt kann er auch keine Greifer mehr bauen. Das ist gut. Boah. Hat der Kasernen, ey. Ist ja voll übertrieben. Oh, die letzten Zerstörer noch eliminieren. Dann haben wir das Level auch gleich geschafft. Oh, ist wirklich ein sehr angenehmes Gefühl. Mit dem Drachen jetzt zu spielen. Gut, dann vernichten wir erstmal den Hafen. Damit er auch ja keine U-Boote mehr baut. Und die Raffinerie auch noch, komm. Jetzt bete ich ganz stark, dass er keine U-Boote mehr hat. Ach, wie toll. So, ich hoffe, dass das jetzt die letzten Einheiten sind. Aber ich ahne, dass er eine U-Boote hat. Nee, doch nicht. Okay, gut. Und wie viele Punkte? Ja, 144.318 Punkte. Fantastisch. Seid ihr bereit für das letzte Level für die Ork-Kampagne? Oder von der Ork-Kampagne? Vor dir erheben sich die Alabastermauern von Lordaerons Hauptstadt. Die stolzen und trotzigen Armeen der Allianz scheinen zu ahnen, dass ihre letzte Stunde geschlagen hat. Ja. Alles wartet nun auf das schrille Kampfsignal um die Verwirklichung unseres großen Ziels. Niemand mehr vermag, die Wellen der Finsternis aufzuhalten. Im Namen der Horde vernichten sie alles und jeden. Ja. Machen wir doch. Ich melde mich gleich wieder zurück. Ihr wisst ja, warum. Bis gleich.